Wilhelmsdorf. Weihnachtsturnier 2017 am heutigen 17. Dezember. Herren, SA-Klasse, Aufschlag der Linkshänder Kostadin Kostadinov, der, wenn nicht ganz ungewöhnliche Dinge passieren, dieses Turnier auch gewinnen will. Der ist auf jeden Fall von den Spielern, die ich gesehen habe, der deutlich beste. Tischtennis Oberliga mit Modus Bargreutz, Bad Winsbach. Zuverlässiger Punktesammler. Auf der anderen Seite Christian Wagner. Der ist höchstens B-Klasse, weil er da gestern gespielt hat. Nicht auszuschließen von den Punkten, ja, ich weiß es nicht, aber B-Klasse ist er höchstens. Aber unangenehm zu spielen hat er gleich beim ersten Spiel völlig überraschend. A-Klassenspieler Yannick Welch. Mit viel Glück, aber auch mit eben seinem unorthodoxen Spiel im fünften Satz durch zwei Kartoffeln in der Endphase 14-12 quasi aus dem Turnier genommen, weil Welch musste dann gleich gegen Kostadinov spielen. Da hat er gut gespielt, sehr gut gespielt, knapp gespielt, aber dennoch irgendwo dann letzten Endes keine Chance gehabt. Und dann ist er draußen und dann ist der Tag gelaufen. So ist das Tischtennis. Hier geht natürlich nichts. Kostadin lässt da nichts anbrennen, das ist ganz klar. Aber wir schauen uns das trotzdem mal an. Auf Video. Ja. Auch ein Oberligaspieler macht da mal den einen oder anderen Fehler, den man nicht von ihm erwartet. Thank you.
C-Klasse, Tischnummer 6, Ding gegen Laken. Tisch Nummer 2 in der A-Klasse, Wolter da gegen Schwarze.